Ja, ich bin mehr der Autofahrer. Aber ich muss sagen, mit dem Motorrad, das gefällt mir auch nicht so gut. Ich glaube, die Rampe habe ich verpasst. Ah! Tja, ich habe gewonnen. Oh. Boah, das ist ja schon. Ja, mich hat es einmal sehr unglücklich. Ja, ja, klar. Ja, mein Gott. Das fahren wir jetzt gleich nochmal. Vergiss es. Ui, was ist jetzt passiert? Oh nee, ach Gott. Ich war gerade im Zuschauermodus, hab den abgebrochen, jetzt bin ich raus. Dann breche ich das Ganze ab, gell? Das ist nicht wahr. Naja. Oh, jetzt gewinne ich einmal und ich. Oh, naja. Das ist nicht wahr. Ja, nee, ich hab, glaube ich, gewonnen. Sehr gut. Nee, ich hab auch nicht verloren. Also, ich hab auch nicht gewonnen, bin auch von hier da. Aber du bist kein Gewinner wahrscheinlich. Und dann ist es. Nee, ich bin. Okay. Mit allen Mitteln. Ja, wahrscheinlich hast du mich rausgeworfen. Mhm. Nee, wir fahren jetzt nicht nochmal, das ist langweilig. Das muss wieder eine neue Strecke her. Ja, mach mal. Ja, bei mir lädt das gerade wieder tonnenweise. Also die Ladezeiten sind schon, schon ein bisschen boring. Ja gut, ja, wenn du natürlich raus bist, ja, dann ist natürlich nochmal. Jetzt bin ich bestimmt auch noch ein Spielverderber. Ja. Ach, wollen wir mal mit Fahrrädern fahren? Was mussten wir da machen? Nichts, ist einfach nur. Ja, es ist nicht so Summer Games-mäßig von C64 damals, wo du dir einfach die Hand brichst. Und scheust dich kaputt machst. So, schauen wir mal. Wo ist es da eigentlich auch wieder? Eine Einladung. Aber diesmal nehme ich ein anderes Motorrad. Ja, oh du, die Community fordert Flugrennen. Ah. Ich würde mal sagen, wir entsprechen nicht den Wunsch der Community. Ja, doch, können wir dann schon machen. Ich hatte allerdings jetzt gerade keins zur Auswahl, glaube ich. Da war zwar eins, wo Flugzeuge drauf waren, das war, glaube ich, auch. Ja, aber ich kenne immer noch den geheimen Schubknopf nicht. Na, das macht ja nichts. Dann kann ich noch ein bisschen Geld wetten. Ja, ist ja nicht so, dass du Geld verlierst, wenn ich. Ich hätte dich jetzt fast Spieler mit ähnlichen Fähigkeiten eingeladen, aber da wärst du ja nicht dabei gewesen, leider. Das war jetzt nett gemeint, oder? Angeber. Farbisch. Die Farbe ist natürlich. Oh Gott! Ja, die will ich eigentlich, aber Beschleunigung. Ja, diesmal wette ich nix. Du hast GTA ausgewählt. Ja, aus Versehen. Ja. Das für die Community, das macht er mal ganz aus Versehen und man fährt an ihm vorbei und hat man auf einmal eine Kugel im Rücken. Ja, ich dachte mir, falls du doch wieder vor mir fährst, ja, habe ich gerne Raketen an Bord. Es wird dann auch so eine Art Flugrennen werden. Also ich hoffe, wir kommen nicht an irgendwelchen Loopings vorbei. Schau, mit dem richtigen Motorrad. Ja super, ich habe nicht mehr eine Waffe. Ich kann dir nur den Schnee zeigen. Nee, du kriegst die Waffe erst, wenn wir hier. Oh, geht schon wieder gut los. Wobei, ich habe sogar eingesammelt. Ja, ich bin auch vorbeigefahren. Ach so. Ach, geht's da hoch? Kann das sein? Ja, nee, fahren immer geradeaus weiter. Wo waren die Ausfahrt? Jetzt bin ich aber auch verloren. Ach, also, da. Jetzt bin ich irgendwie total. Gott. Aber ich bin auf dem ersten Platz, das ist schon mal gut. Au. Oh Gott, was war das denn? Ist irgendwas explodiert gerade eben. Sag mal, Ja, such du ruhig. Ich hab's gefunden. Ja, sprich! Ich kann nicht sagen, ich bin irgendwo in einem Tunnel. Ist dein Arsch, wo ist denn. Oder ist es doch noch da? Hallo? Diese Gossensprache.
Ja, das ist wieder eine Strecke, die, oh Gott, die ist ja echt verboten. Ja, du bist ja auch schon wieder weit weg. Rolltreppen hoch. Der wird mich, ach, ist der vielleicht echt noch hier unten runter? Hab ich den nicht? Na, natürlich nicht. Der ist, nee, du musst immer geradeaus weiter. Immer dem Sonnenuntergang entgegen. Also ich bin jetzt im U-Bahn-Schacht. Autsch. Ach komm, da geht's rein. Mann, jetzt kann ich nicht mal die Raketen. Aua. Jetzt kann ich nicht mal die Raketen hier verwenden. Wenn du so weit weg bist. Also ich kann dir einen Tipp geben, es kommt nicht auf Schnelligkeit an. Ja, genau, das sagt der, der auf dem ersten Platz ist. Ja, mich zerlegt so unten die ganze Zeit. Ja, das macht er nicht. Welchen Tunnel hast du? Achso, der ist jetzt. Es ist immer der rechte. Okay, ich nehme den linken. Verdammt. Wobei, so wie ich dich kenne. Ja, ich nehme doch. Ja, genau. Au, bin schon wieder runter. Ja, vor allem, das ist natürlich hier mit dem Motorrad echt blöd, dass du da runterfällst und dann das Motorrad so ganz anders liegt. Ja. Ja, komm, du wirst doch mit der Karre die Treppe hochkommen. Ja, da lag ich auch schon hinter der Treppe. Aber es ist wirklich irgendwie, ich glaube, das liegt hier wirklich am Window-Modus. Was denn? Dass du die einfach verpasst hast, ja, auf jeden Fall. Ja, dadurch habe ich das auch irgendwie zu spät gesehen, weißt, das ist alles so, das ist anders. Keine Ausrede verlegen, unglaublich. Super, jetzt hab's ich verpasst, irgendwas. Da musst du aufpassen, das ist wirklich. Oh. Auf. Aber ich sehe dich ja nicht mal auf der. Ja, das war echt, das kann ich auch ziemlich vergessen, glaube ich. Das war jetzt echt blöd, dass ich am Anfang hier diesen, das ist da unten, ich dachte, es geht, man muss abbiegen und dann. Ja, ich habe da auch wieder keine Hilfe. Ja, so war es auch auf der Rallye eigentlich. Wir haben irgendwie. Ja. Stimmt. In der Zeit, wo du geschlafen hast, habe ich dich immer in die falsche Richtung gelotst. Ja. Ja, ich habe ja die meiste Zeit. Wir sind immer nachts gefahren. Ja, sonst wären wir heute noch unterwegs. Falsche Richtung, wieso falsche Richtung? Nerv mich nicht. Au. Dir geht's richtig gut, höre ich so, oder? Du bist gestorben, steht hier. Oh. Nee, das ist. Das Spiel ist ja auch. Das ist ja nur noch Bugs. Also das total verbuggt. Ups. Ich gebe dir einen Tipp, du kommst auf eine ziemlich enge Strecke, wo dir auf einmal ein Güterzug entgegenkommt. Der ist tödlich. Okay, ja, der ist ja vielleicht bei mir jetzt dann schon weg. Ich weiß nicht, ob das so beskriptet ja, ist. Bis du da vorbeikommst, fährt der nächste. Mit Streik. Nö, also ich fahr hier gerade. Alles gut. So, und diesmal mache ich nichts. Diesmal gewinne ich. Ich lock mich nicht mehr aus. Wieso hast du, bist du schon Erster oder was? Ich war immer erst. Nein, zu spät warst du nicht und dann hast du mich ja vergiss die falsche Fährte. Ach komm. Ich hol mir noch schnell einen Kaffee, das dauert bei dir noch ein bisschen. Arsch, ja, das Spiel ist jetzt, rennt jetzt sowieso gleich wieder aus. Das ist ja das, wenn man so sagt. Ja, die Niederlage, die schmeckt bitter. Ja, weil du halt diese ganzen Rennen schon mal gefahren bist. Das du bist voll, ja, noch nie. Natürlich, wenn noch du nie weißt, in meinem Leben. Davon muss ich abbiegen, ja. Und da nicht und da ist es unterm. Ja. Darum bist du auch Level 30 und ich erst noch nicht mal 20. Ich war in Flugzeugen und Choppern gesessen, während du hier im Motorradrennen gefahren bist. Naja. Hier, Wintergeste. Ja, ja. Ah, oh, sehr gut. Ach Gott. Ich habe mich ein bisschen verliebt in sie. Naja. Ja, natürlich, sehr gut.
Ja, ich sag mal so, fliegen, wir können es wirklich mal probieren, aber ich, wie gesagt, oh Gott, naja. Naja, mach mal volle Düse, oder? Das ist, glaube ich, das bestimmt hier mit dem... Genau, super Idee. Ich kann überhaupt nicht fliegen und dann machen wir noch genau das unter die Brücken durch. Das ist eine super Idee. Ja, aber ich schau's mal, vielleicht kann ich... Wobei, wenn ich jetzt natürlich auf Vollbild umstelle, wer weiß, vielleicht ist der Stream dann weg. Ja, und das kann ich sowieso nicht umstellen gerade. Naja, gut, jetzt sind wir halt bei einem mit dabei. Oh, wir sind dabei. Tauch ab ins Lichtermeer. Das habe ich ausgewählt. Da sind ziemlich viele dabei. Und was ist das? Keine Ahnung, ich wollte auf jeden Fall was anderes auswählen als du. Punkt zu Punkt, schon wieder Motorradrennen. Sehr gut. Ja. Tut mir leid, ich dachte, du rulst sowieso als Host. Ja, ich glaube, also so pingmäßig, glaube ich. Ja, ist man als Host da nicht unbedingt von Vorteil bei dem Spiel. Weiß gar nicht, was man als Host im Endeffekt, ob da jetzt so vom reinen Dings was anders ist. Ja, dafür ist ja auch Esmopai ist ja auch der Host. Naja. Esmopai, ja, das sagt mir was. Das ist doch auch so ein Film, oder? Irgendwas. Esmopai. Hm, eigentlich nicht. Nee. Ja, weil ich auch immer hasse, wenn die Leute auf Abruf sind und dann kommst du irgendwie in ein Spiel rein, randvoll. Du bist der Einzige, der wirklich richtig da ist, alle anderen auf Abruf und passiert nichts. Die kommen nicht und dann musst du wieder raus und dann, ach, Leder wieder und ah, hin und her. Na, aber diesmal sieht es gut aus, alle beigetreten. Ja. Ja, wir sind ja super. Was ist denn da? Ach so, da gibt's nur zwei. Ja, dann. Wenn ich mir die Level so anschaue, das wird bestimmt ein Highlight. Ich werde diesmal nix. Schnauze voll. Hat der eine schon in voller Kampfmontur? Ja, aber es war ein normales Rennen, glaube ich, ne? Nicht GTA. Ist normales Rennen, ja. Ich mache natürlich immer den Fehler, dass ich hier zu gut drücke beim Start und dann bin ich am Anfang vorne und dann fahre ich irgendwo dagegen und dann ist halt wieder vorne. Oh, also bis jetzt ist es schon so, schaut nicht super aus. Ich bin ganz vorne. Ich weiß zwar nicht, wie ich es gemacht habe, aber naja, doch schon nicht mehr. Ja, komm. Aber es muss doch irgendwie Schubtaste geben, weil die rennen alle mir vorbei. Oh Gott, ich bin jetzt runtergefallen. Gibt's doch gar nicht. Diese Taste brauche ich noch irgendwie. Ja. Ach Gott, ja, ich stelle mich aber heute wieder hin. Ah, verdammt, ich bin wieder beim Punkt vorbeigefahren. Das ist nervig. Ja, das stimmt. Das stimmt. Da hab ich gelesen, dass das echt unangenehm ist. Du Arsch, ich fahr die ganze Zeit an den Punkten vorbei und du hilfst dir nicht. So, ja, nee, muss ich nicht. Soll ich dir den helfen? Soll ich dich hinten noch aufnehmen oder was? Das bringt mir halt hier gar nichts. Was du ja, jetzt bist du. Ja. Ja, sehr gut. Das war genau der Punkt, den ich vergessen hatte. Ja. Ich würde eigentlich gern darauf wetten, dass du verlierst, aber ich glaube, das geht nicht. Man kann nur auf. Tete. Komm, jammer nicht rum. Schau. Aber dann siehst du mal, wie das ist. Einmal an einem Punkt vorbei und schon. Bist du schon wieder hinter mir? Wow. Ah. Ja, jetzt stecke ich in der Scheune. Ah, du. Okay. Ja, vergiss es, ich bin gerade gestürzt, jetzt bist du richtig weit weg. Ja. Aber die Steuerung ist irgendwie sehr gut mit diesen Motorrädern, also mich hat es bis jetzt noch keinmal richtig aus der Kurve getragen. Nee, mich auch nicht. Also das außer wenn ich laufe. Ja, die anderen sind nicht auch schon wieder. Weil das hast du jetzt dann wenigstens ausgewählt, was... Ah, okay. Das war knapp. Hä? Nee, war schon ordentlich. Was? Zwischen uns beiden war es super knapp. Ich hab ja... Du hast ja meinen Reifen eigentlich am Hintern spüren müssen. Nee. Na, das hat jetzt nicht so viel gebracht, das Rennen. Ja.
nicht jugendfrei. Ihm schon.